Studierende der DHBW Stuttgart setzen sich mit den Bedürfnissen und Herausforderungen älterer Menschen auseinander. Das ist einerseits im Gesundheitsbereich notwendig, genauso aber in der Industrie. Dass Unternehmen sich auf diese spezielle Zielgruppe fokussieren, wird immer notwendiger. Wir sind konfrontiert mit der Situation, dass der Anteil der älteren Menschen in Deutschland immer größer wird. Und das bedeutet, dass Unternehmen ihre Produkte, Händler ihre Einkaufsstätten, Arbeitgeber ihre Arbeitsplätze diesen neuen Anforderungen, also den Wünschen und Bedürfnissen dieser Senioren anpassen müssen. Erlebbar wird das Alter für die Studierenden mit einem Age-Suit. Zwei Stück gibt es neuerdings an der DHBW Stuttgart. Ein Age-Suit ist ein Ganzkörperanzug mit Simulationselementen, der es jüngeren Menschen erlaubt, sich sozusagen intuitiv in die Lebenswelt von Senioren hineinzuempfinden. Der Age-Suit simuliert die verringerte Kraft, die man hat durch Gewichte und mit Manschetten, die im Prinzip die Beweglichkeit des Körpers einschränken. Handschuhe schränken das Fingerspitzengefühl ein. Eine spezielle Brille simuliert das deutlich eingeschränkte Sehvermögen. Und Kopfhörer dämpfen das Hören. So. Eine besondere Erfahrung für junge Menschen, die sich sonst nur schwer vorstellen können, wie man sich als 70-Jähriger fühlen mag. Das Blickfeld ist stark eingeschränkt. Also ich sehe alles quasi nur noch verschwommen. Was ich echt eine große Einschränkung finde, sind die Manschetten, genau. Also ich kann meinen Arm nicht mehr richtig anwinkeln. Und auch das Gewicht hier unten an den Gelenken, das merkt man dann auf jeden Fall schon. Wie also geht es älteren Menschen im Alltag? Was sind Herausforderungen? Oder wo fruchtet Seniorenmarketing schon? Zwei Studierende der DHBW machen einen ersten Praxistest. Mit dem Age-Suit geht es in ein Einkaufszentrum. Wie kann der Einzelhandel den Bedürfnissen älterer Menschen entgegenkommen? So die Anordnung in den großen Märkten, so wie hier, da läuft man stundenlang kreuz und quer, praktisch bis man das gefunden hat, was man wirklich sucht, weil es an 3, 4 verschiedenen Stellen vielleicht ist. Richtig ist, dass heute ein Riesensortiment da ist und man teilweise in guten Märkten sehr gut geführt wird. Ich kaufe da sehr, sehr gerne ein, weil das sehr groß ist. Ich kann mit meinem Rollator überall hin, ne? Und gefällt mir total gut. Los geht's für die Studierenden. Auf dem Einkaufszettel stehen Produkte, die gefunden werden müssen. Alles läuft etwas behäbiger ab. Schließlich ist die Studentin mit dem Age-Suit um knappe 50 Jahre gealtert. Produkte ganz unten im Regal. Schon so etwas wird zur Herausforderung im Age-Suit. Viele Märkte haben eine gigantische Auswahl. Wenn du gerade mal den Bergbauernkäse mit Chili rausholen würdest. Das macht das Einkaufen für Senioren aber nicht unbedingt einfacher. Wir laufen gerade mal Richtung Tiefkühlregal. Auch Tiefkühltheken werden schnell zur Herausforderung. Viele Produkte auf engem Raum und je nach Konzeption der Theke leichter oder schwerer zu erreichen. Vor allem das eingeschränkte Sehvermögen erschwert den Einkauf der Studentin, wobei der Age-Suit einen natürlich auch innerhalb Sekunden altern lässt. Im wahren Leben gewöhnt man sich schleichend an die körperlichen Einschränkungen. Dennoch bekommt man mit dem Age-Suit ein Gefühl für die Anstrengungen im Alter. Es ist schwierig zum Fühlen, wenn ich was in die Hand nehme. Gerade wollte ich wieder eine Schachtel zurückstellen, dann habe ich nicht gemerkt, dass sie nicht richtig drin war. Und dann ist sie runtergefallen, weil ich einfach das Gefühl nicht mehr habe. Und für den Rücken wird es langsam anstrengend. Also schnell bezahlen. Das mit dem schnell ist aber auch relativ. Wer stand nicht schon einmal etwas nervös hinter älteren Menschen an der Kasse? Die Studentin im Age-Suit kann sich jetzt besser denn je vorstellen, wie es manchen Senioren beim Bezahlen geht. So, wenn Sie noch 1 Cent haben, das wäre ganz perfekt. 1 Cent. Eines ist sicher,
Der H-Suit wird den Studierenden der DHBW in Zukunft interessante Erfahrungen liefern. Man darf gespannt sein, welche Ansätze die Forschungen für das Seniorenmarketing der Zukunft liefern werden. Vielleicht ist auch etwas dabei, das älteren Menschen das Bezahlen an der Kasse erleichtert.